Alright guys, this is Doc M, another Minecraft Video. Denn das Ganze ging nämlich nachher unten, oh Gott, die sind schon wieder so laut. Machen wir mal auf 7 wieder. Hier in den einzelnen Röhren, Skelets links und rechts, glaube ich. Oder ne, links Skelets. Ne, links und rechts Skelets, da hinten. Da und da, in der Mitte Zombies und die Creeper wurden ganz nach außen transportiert. Und zwar um ein richtig lustiges System. Hier quasi so eine Zuschauertribüne und da waren dann die ganzen Creeper. Sah richtig geil aus, nur leider kann man das hier, wie gesagt, nicht mehr ausprobieren oder zeigen. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ah ja, genau. Hier sind die verschiedenen Sachen, um auszuprobieren, gegen sie zu kämpfen. Wir nehmen uns hier gleich mal den Bogen damit. Lalalala. Das kann man weghauen, das kann man weghauen, das kann man weghauen, das kann man weghauen. Das brauchen wir alles nicht. Genau. Und wir machen jetzt einfach mal hier das da an. Und dann seht ihr schon, Creeper, kommt nur der eine, weil nicht mehr drin sind in diesem Behälter. Das heißt, wir können wieder zumachen. Und dann fallen sie, wie gesagt, hier runter. Creeper ist jetzt gerade eben gestorben, warum auch immer. Normalerweise dürfte das nicht passieren. Und hier kann man eben auswählen, ob man gegen Zombie oder eben Skelett, aber wie gesagt, momentan haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, gegen Zombies zu kämpfen. Und was halt da drin ist. Und momentan sind da irgendwie mehr andere Vieh hier drin als wie der Rest. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir lieber mal die Leiter runter. Normal springt man hier runter, aber dann landet man direkt auf dieser Druckplatte. Und dann geht's sofort los. Und Creeper sind normalerweise hier drin nicht. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht so, dass man hier irgendwie groß aufpassen müsste, aber daher Creeper eben doch rein können. Wichser. Willst du es mal sterben? Und du kleiner Creeper. Ja, das sind ja ein Haufen. Ich glaube, ich muss das irgendwie aufstellen. Sonst werden das immer mehr. Sobald wir alle Creeper weg haben, werden wir dann natürlich fighten, das ist natürlich klar. Aber mit den Creepern will ich hier nicht noch mehr kaputt machen in dieser Aufnahmesession als ohnehin schon. Ach du Scheiße, sind das viele. Oh, oh. Unser super sharpenes Schwert. Und Knockback. Ja, du kleiner Pisser, oder? Ich war doch weg. Scheiß Drecksack. Na gut, dann wird's das Ganze jetzt ein bisschen einfach natürlich. Normalerweise ist es halt so, dass normalerweise die Creeper eben zuschauen. Wo jetzt das Skelett ist, das können sie jetzt natürlich probieren anzuschießen. Wahrscheinlich trifft sogar auch, ja genau. Aber das Lustige ist halt, wenn hier richtig viele Mobs sind, dann besteht auch die Chance, dass man hier so hochgetrieben wird und in die Lava geschoben wird. Und außenrum stehen halt die Creeper, was echt geil aussah, als es funktioniert hat. Das war jetzt nicht ganz mein Plan. Was haben wir hier nirgends leider? Das heißt, ich werde wohl oder übel zugrunde gehen. Vielleicht aber auch nicht. Hm, okay. Ich habe es überlebt auf alle Fälle. Eigentlich wollte ich darüber springen. Ich probiere es nochmal. Wow. Ja genau, jetzt hat es funktioniert. Aber mein Schwert brauche ich trotzdem. Ich will nämlich auch den letzten Bad Guy auslöschen. Genau. Und somit hätten wir eigentlich dieses System hier auch wieder fertig. Sind ein Haufen Viecher drin. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? So müsste es eigentlich rein theoretisch klappen. Huh, 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 huh. Ach, das war so geplant, natürlich. Ich meine, das wäre sonst langweilig.
Dann kann ich euch hier gleich noch den Second-Aufgang zeigen hier, aber das war alles geplant. Hier würden wir nämlich normalerweise wieder hochkommen. Und dann könnte man eben da wieder raufgehen und dann könnte man wieder diese ganze, das ganze System hier verlassen. Was ich noch lustiges, ein kleines lustiges System zeigen möchte, ist, wir müssen da nochmal ein paar Leute auffüllen lassen. Dabei gehen wir nochmal schlafen. Wo machen wir denn das? Hier können wir ja nirgendwo schlafen. Ich will doch nur schlafen. Überall diese Half-Slaps. Unten war ein Bett, gell? Dann gehen wir nochmal runter. Oh, und jetzt ist da auch ein... Willst du mich verarschen? Glitschst du? Ich glaube, der glitscht. Oh, da sind schon ein paar Viecher drin. Ist sehr lustig. Genau. So, schon haben wir geschlafen. Dann gehen wir hier mal hoch. Und wie gesagt, hier kommen wir dann einerseits rechts eben raus und da eben wieder genau hier beim Anfang. Hey. Und hier sehen wir gerade F3. Wir haben momentan 26 drin. Oben befinden sich, kein Screenshot, 13 oder so. Spinnen 6 oder so. Also ist ganz okay so, wie es ist. Man müsste, damit es da oben runtergehen kommen, kann glaube ich so aufmachen. Genau, dann würden glaube ich die Spinnen auch runterkommen können. Aber da wir es sowieso nicht brauchen, machen wir es gleich wieder aus. Ich wollte euch nur noch kurz zeigen, was das hier ist. Und zwar der Incinerator. Und zwar, ja, der sorgt dafür, dass man hier quasi ein bisschen schneller Spinnen bekommen kann. Und zwar macht er ganz einfach din 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 din. Er sorgt einfach nur dafür, dass ein bisschen mehr Spawning Spaces da sind sozusagen. Und ich finde es eigentlich ganz lustige Idee. Ist zwar ein bisschen, naja, nicht unbedingt nötig, aber wenn man es hat, warum nicht? Hauen wir doch gleich mal ein paar Sachen raus hier. Oh, wenn man es zu oft macht, dann kommt ein ganzes Teil. Das wird jetzt wahrscheinlich das Ganze zu Stein machen. Befürchte ich mal. Wenn hier überhaupt Wasser war. Ich weiß es gar nicht. Das behalten wir uns mal. Ne, ich glaube hier war gar nichts. Okay. Ja, dann haben wir das auch. Der Creeper hier steht very close to death, aber solange nicht ganz da ist, passt ja alles. So, wir gehen wieder nach unten, denn wir haben ja noch ein bisschen was zu zeigen. Runter geht's eigentlich ganz leicht, einfach flupp. Schlecht werden darf der dabei halt nicht. Ist nicht ganz so ideal. Kommt dir nämlich die ganze Kotze danach wieder hinterher. Hier ist ein kleines Sandabbau-Mining-Station von ihm. Und das hat er eben dann im Nachhinein dazu gebaut. Genau, wir fahren wieder runter. Und ab nach Hause geht's, würde ich sagen. Und ja, als nächstes, jetzt haben wir eigentlich schon wieder einen großen Meilenstein davon, von seiner Welt quasi geschafft. Überall diese glitchy Wände. Ja, als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal zu den beiden Türmen, wo die ganzen, sag schon, Iron Golems gezüchtet werden. Und dazu fahren wir einfach wieder den Weg, auch wenn er nicht gehen wird. Genau. Muss wahrscheinlich der Antrieb kaputt sein. Oder so. Oder? Schauen wir mal. Ja, weil hier switcht nämlich nichts um. Ich schätze, dass irgendwas quasi im Antrieb ist. Aber egal. Wir fahren wieder hier entlang und einmal rundherum. Und da ist alles verglitscht. Ist voll scheiße. Aber naja. Kann man nichts machen. Ist halt einfach Minecraft, gell?
So. Und jetzt befinden wir uns wieder hier on top. Wie ist das? F3 und A. Genau, dann lädt er, glaube ich, wieder alle Chunks neu. Allerdings ist das auch nicht so die Top-Anwendung, wenn du aufnimmst, denn mit 30 FPS lädt er nicht ganz so schnell, wie er vielleicht sehen könnte. Naja. Dann fahren wir halt einfach nur so straight, ohne genaue Zukunft. Das sah gerade lustig aus. Können Sie die ganzen Villagers hüpfen sehen. Und oben seht ihr fliegende Iron Golems. Ja, sieht man auch nicht alle Tage. Und wieder hier herein spaziert. Steigen wir wieder aus. Und gehen hier raus. Und versuchen uns unseren Weg hier durchzubahnen. Lasst mich hier raus. Genau. So, wir können jetzt natürlich den Weg hier zu Fuß nehmen, aber wir nehmen sein provisorisches, nicht verwendetes Minecart-System. Dazu bräuchten wir allerdings ein Minecart, was ich jetzt natürlich drüben lassen habe. Vogel, aber ich glaube normalerweise müssten da hinten noch ein bisschen was Eisentechnisches oder so sein. Oh, was haben wir denn hier? Protection, Blast Protection bringt uns gar nichts. Aber besser als Eisen ist es auf jeden Fall mal. Was haben wir hier noch? Fackeln. Den Rest lernen wir hier gleich mal aus. Allerdings brauchen wir Eisen. Mein guter Freund, wir brauchen Eisen. Auch kein Eisen. Auch kein Eisen. Hoffentlich ist hier Eisen drin. Nein. Natürlich auch nicht. Aber normalerweise dürfte auch hier irgendwo doch... Der kommt weg, der kommt weg, der. Oh nee, da war Federfalling drauf. Ja, du spinnst ja. Gebe ich nicht her. So, wir nehmen da eben mal kurz den Abzweigungweg, wie auch immer. Allerdings machen wir das wieder zu, weil ich keinen Bock habe, dass hier die ganzen Typen reinfallen. Hier ist mein Cut. Ist auch ein bisschen tricky hier das Ganze. Wir können es mal probieren, ob wir so ein... Ob wir die fahren können, die Strecke. Na, das ist zum Enderman grinden oder generell zum Grinden. Wir fahren jetzt einfach mal. Vorwärts. Genau. Und flupp, gehen wir nach oben und wir starten steil nach oben. Gerade so, dass es reicht, die Speed Potions, die Speed Rails, Speed Potions. Und hui! Morgen. Und wieder hier runter und flump. Geht kurz eine... Blast Fire Dingsens irgendwas an und dann kommen wir hier wieder raus und dann wieder hier runter im Kreis einmal wieder hoch und wieder runter und nochmal zweimal im Kreis und hier werden wir ganz langsam, aber jetzt geht's schon wieder straight nach unten, wieder nach oben, wieder im Kreis und einmal zickzack. Genau. Und es, ich muss sagen, also die Strecke ist ganz schön lang. Aber jetzt sind wir dann auch am Ziel. Flup. Und hier kann man dann... Ah, hier wäre dann der... Der Versenk-Button gewesen. Naja. Subscribe.